So. Gut. Dann müsste ich nämlich alles mal endlich irgendwann irgendwo reintun, damit das alles hier nicht kaputt geht draußen an der Luft und so. So, eine Dach erstellen. Da nämlich. So, wie geht's unseren Hühnchen und den Eichen? Sind immer noch 10? Haben wir schon Babyhühnchen? Nö. Okay, na gut. Wurde das jetzt gestackt, dass die einfach jetzt alle Fortschritt von 80% haben? Interessant. Ich glaube, so funktioniert das nicht, aber gut. So, jetzt haben wir hier zumindest Dach. Und dann machen wir da Lagerzone. Erstmal ein schönes, gutes, kaltes Bier oder warmes Bier. 33 Grad warmes Bier. Um, nom, nom. Sehr gut. So, genau. Das da kann weg. Nein, nicht abreißen. Du sollst den. Den Planungspunkt. Ich mag diese Planungspunkte eigentlich nicht. Und eine Vorratskapsel. Was ist das? Pilze. Ach, das sind diese Pilze, die in den komischen Grotten da wachsen, oder? Die dann von den komischen Viechern bewacht werden, von den. Ja. Ist okay, wenn das mal irgendwer. Und damit meine ich die Frau, sammeln geht. Das wäre ganz cool. Aber du musst jetzt halt auch nicht alle 2 Sekunden irgendwas trinken, ne? Das ist schon nicht so cool. So, Zusammenbruch schwer. Was hast du denn? Es ist Tag. Ja, dann sei doch nicht wach. Tu doch was anderes. So, und du kannst den Rest auch noch sammeln gehen. Aha, 13 Pilze. Laufe ich da jetzt für 13 Pilze nochmal hoch? Na. Na, na gut. Okay, gut. Das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus, was wir da machen. Wie sieht das aus mit Holz? Nicht so gut. Ja, Da ist Holz, da ist auch Holz. Ja, okay. Wir haben Drogen. Wollen wir dann vielleicht direkt mal hier irgendwie stelle Joint her, bis für immer. Und dann bringen wir mal unsere schöne Drogen, Produktion hier ans Laufen. Schön ins Rollen. Wir haben Küken. Einfach instant alle Küken. Rooster 3 hat einen Herzinfarkt. Ja, okay. Das ist halt, naja. Also ich meine, ich habe halt jetzt 10 kleine Babyhühnchen. Und auch 10 erwachsene Hühnchen. Es ist jetzt nicht schön, dass du da jetzt gerade am Sterben bist, aber naja, ne? Jetzt ist er tot. Ja. Passiert, würde ich sagen. Es tut mir sehr leid, aber das passiert nun mal. Auch kleine Hühnchen sterben hin und wieder. So. Wohl denn, wohl denn. Offener Stuhlgang. Aber warum denn? Ihr habt doch hier so ein Latrinending. Was auch immer. Was auch immer. Macht doch, was ihr wollt. Solange ihr euch nicht gegenseitig umbringt oder so.
Es ist natürlich jetzt doof, dass sie halt Joints baut. Weil eigentlich wäre das da wichtiger, von daher. Ich glaube, mit den 4 Joints haben wir erstmal genügend. Dann können wir das hier vielleicht erstmal. Ah, das wollte ich nicht. Du sollst das schon für immer herstellen, aber du sollst es aussetzen. So. Ja, lass das mal lieber bleiben, Freundchen. Und tu, was sollst du tun? Ich weiß nicht, was du tun sollst. Reiße das da ab. Ich will nicht, dass das da irgendwie alles einstürzt oder so. Tut's wahrscheinlich jetzt trotzdem. Ich muss nur aufpassen, dass niemand da langläuft währenddessen. Das ist nämlich letztens passiert, dass da jemand lang gelaufen ist und ja, nee, lass den erstmal stehen. So. Und jetzt hast du wieder neues Material und das heißt, wir können wieder anfangen, hier schöne Dinge zu bauen, ne? Da fällt mir ein, für den Fall, dass du kein Material mehr hast, könnten wir auch schon mal andere Dinge bauen. Nämlich ein Labortisch. Zum Beispiel. Und dazu vielleicht sogar noch einen. Gab es hier nicht mal Aktenschränke? Ich dachte, hier gäbe es auch Aktenschränke. Na gut, dann halt keine Aktenschränke. Aber wir müssen Dinge schlachten. Und mit Dinge meine ich Tiere. So, dann brauchen wir zum Beispiel einen elektrischen Herd. Den wir aber noch nicht zum Laufen kriegen können, weil wir noch keinen Elektrokram haben. Das heißt, wir brauchen zumindest eine Turbine. Bam. Und ein Kabel. Wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. So, aber wir haben natürlich noch keine Batterien. Das ist halt nicht so cool. Ohne Brauerei brauchen wir natürlich. Machen wir die mal hier hin. Und natürlich ein paar Fässer. So. Ich glaube, das ist sogar erstmal so das Wichtigste. Das Wichtigste insgesamt ist, glaube ich, erstmal der Labortisch, dass wir ein bisschen Dinge tun können. Ja, die Dinge und die Tiere und so. Wir sind übrigens gerade in der Welt der Drogen und so. Es läuft erstaunlich gut. Ja, ich bin doch ganz tierlieb. Ich mag Tiere lieber als Menschen. Also von daher, seid mal nicht so. Und ja, ne? Ach, immerhin haben wir einen Menschen in einem Bett. Das ist mein großes Achievement für heute. Ich dachte nämlich auch, die würden alle direkt sterben. Aber mittlerweile oder bis jetzt läuft das eigentlich sogar echt erstaunlich gut. Okay, die sind alle kurz vorm Hitzschlag und so, aber hey. Das ist ja alles gar nicht so schlimm. Wie sieht's aus mit Holz? Hier ein bisschen Holz, da ein bisschen Holz. Ja. Also ich habe auf jeden Fall schon länger überlegt hier mit diesen Drogensüchtigen, als ich erwartet hätte. Ich bin sogar mittlerweile schon in der Lage, wieder Drogen zu bauen. Also sehr viel schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden. So. Genau, aber ich sollte vielleicht doch irgendwie hier noch so das mit Kühl und so. Weil es ist doch warm irgendwie in der Savanne. Erstaunlich. Wer hätte das erwartet? Mit unseren 31 Grad Jahresdurchschnittstemperatur und so. Ne? Ich auch nicht.
So. Kreaturen, nicht Dinge, sondern Kreaturen schlachten. So, wo ist denn unser Herzinfarkt? Otto. Da. Den könnte gleich irgendwer schlachten gehen. Und Forschung. Ich wäre für Batterien. Batterien sind immer gut. Ja. So. Ach ja, und wir haben 1 Milliarde kleine Hühner. Aber das ist okay. Solange die nicht meine Sachen hier fressen. Was, warum willst du zusammenbrechen? Was ist denn falsch bei dir? Alles. Ja, okay. Du bist die Einzige, die ein schönes Bett und ein eigenes Zimmer hat. Beschwer dich nicht. Also wirklich. Kannst auch ein bisschen übertreiben. Ist das Schiefer? Ist das Fleisch? Okay. Damit kann ich leben. So, da kriegen wir zumindest schon mal ein bisschen Strom gebaut. Ach so, und du könntest vielleicht da irgendwie so ein bisschen Holz und so. Glaube, das wäre ganz cool. So, und dann machen wir nämlich da und da und dann haben wir ganz, ganz, ganz viel Holz. Und eine Fressattacke, weil du in der Dunkelheit bist. Ja, das hat Nacht so an sich, Madame. Aber okay, dann friss halt rohe Beeren und Reis. Om nom nom. Gut. Oder rohen Hopfen, noch besser. Aber hey, warum auch nicht? Ach, wir haben keine Bauteile, ne? Weil wir keine Bauteile besitzen. Ja, das ist so doof bei diesen Dingen, wo man am Anfang nichts hat. So, das nehmen wir mal. Und eine Rettungskapsel. Schon wieder Vereinigung von Evium. Ein Geologe. Wie auch immer man seinen Namen ausspricht. Okay. Er hat Bier und Drogen und alles. Er kann gut Bergbau und Medizin ein bisschen. Und er ist gut drauf, das ist schön. Und er hat ein bisschen von allem. Okay. Ja, dann retten wir den doch mal, den Kleinen. Gucken wir mal, was der uns bringt. Ich meine, im schlimmsten Fall geht er halt wieder weg und macht unsere Fraktionen-Dings ein bisschen besser. Mit denen. Ja, das ist okay. Und wenn er sich uns anschließt, wäre das, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Boah, wie viele Tiere ich einfach habe. Aber dann habe ich wenigstens was zu essen, wenn es hart auf hart kommt. Auch wenn an den kleinen Babyhühnchen wahrscheinlich nicht so viel dran ist. Also ein bisschen Chicken Nuggets und so. Kann ja nicht schaden. Du, Mister, bist sehr langsam im Anbauen. Kann das sein? Ah, du magst es auch nicht so gerne. Es ist natürlich traurig. Na gut. Unsere Brausachen werden fertig gebaut. Natürlich, das ist viel wichtiger als die Betten. Das ist das Einzige, was man braucht. Oh, warum hungert ihr denn? Ach, weil ihr so viele seid. Dann erweitern wir doch mal das Gebiet ein bisschen, damit ihr auch genug zu essen habt. So. Ich bin doch ein freundlicher Mensch. Machen wir das erstmal so. Ich könnte natürlich auch sagen, dass ich irgendwie hier so eine Anbauzone mache. Vielleicht sogar noch ein bisschen größer. So, und da baue ich dann. Wo ist es denn? Heugras baue ich da an.
Und vielleicht hilft das ja. Ich weiß nicht, wie schnell Heugras wächst im Vergleich zu anderen Dingen, aber. Also jetzt so normalem Gras, aber ich glaube, das könnte schon was besser sein. So. Okay. Ja, Sonnenfinsternis ist okay, braucht kein Mensch. Du machst mal das da oben. Brauchen ja Bauteile, ne? Wäre es vielleicht schlau, Bauteile abzubauen? Würde ich jetzt mal so behaupten. Ganz dreist. So, nee, aber bitte noch, zumindest noch eins. Das wäre schon ganz cool. So, und er trägt sie sogar ganz von alleine mit nach Hause. Das ist ja perfekt. Jetzt habe ich das nicht ausgewählt. Haben wir denn überhaupt irgendwen, der forscht gerade? Kann das überhaupt irgendwer? York. Nicht gut, aber naja, ne? Machen wir mal. Konstruktion bauen 2 und forschen auch 2. So, damit er zumindest baut, bevor er forscht und forscht, bevor er abbaut. Das ist, glaube ich, sinnvoll. Und wir können Aufgaben machen. Ja, ich weiß, das kann keiner machen. Ja, ich weiß, das kann keiner machen. So. Bist du. Ach komm, sind wir mal wieder. Tun wir mal wieder so, als würden wir jemals diese Marke erreichen. So, machen wir 75, weil das schön ist. Und hier machen wir 50. So. Na dann. Und Hallihallo Drag. Herzlich willkommen. So. Wer kann denn überhaupt kochen? Kann irgendwer kochen? Ja. Oh, gibt es denn irgendwie noch andere Leute, die irgendwas können? York ist echt so einfach der Einzige, der hier Dinge tut, habe ich so fast das Gefühl. Also wichtige Dinge. Der könnte kochen. Das wäre natürlich cool, wenn der jetzt zu uns überwechseln würde. Ja, Jack kann gerne bei mir ins Spiel kommen und für mich ein bisschen kochen. Hätte ich nichts gegen. Und jetzt haben wir auch noch eine Hitzewelle. Arg. Wir brauchen Holz und wir haben kein Holz. Das ist natürlich auch doof. Oh, aber dafür haben wir Sachen, wo wir brauen könnten. Für immer. So. Ja, gut. So, dann sobald hier irgendwie der da wieder wach ist, müssen wir mal ein bisschen was für Kühle tun. Habe ich so die Befürchtung. Weil sonst ist das, glaube ich, etwas problematisch. Drogen. Yes. Okay, sehr gut. Du machst mal hier Holz. Und dann machen wir mal ganz schnell ganz viel Kühl. So. Ja, ist okay, ist okay. Ach ja, stimmt, sowas wie Spaß brauchen die auch. Das habe ich ja komplett ignoriert. Ich muss sagen, mit Witch Hunters und so habe ich mich irgendwie noch nie so wirklich beschäftigt, beziehungsweise Witch Hunters kommen, glaube ich, automatisch,
wenn du eine Witch bist, also wenn du schon deinen Coven hast und sowas, dann steigt, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass du Witch Hunters anziehst. Also ich habe aus Versehen schon welche angezogen, aber noch nie absichtlich. Von daher keine Ahnung. Aber ich kann später mal googeln oder so, dann kann ich dir das schreiben. Ist okay, warum hast du Schmerzen? Verbrennend heiß. Ich verbrenne dir. In dieser Hitze kann ich sterben. 56 Grad. Was? Oh mein Gott. Okay. Oh ja, der Dude ist auch ein bisschen. Aber den kann man jetzt nicht mehr. Oh je, Mini. Wir retten den mal schnell. Oh ja, oh nee. Ach herrje. Und jetzt? Mysteriöser Fremder. Ja, du gehst aber auch gleich kaputt. Das ist dir schon klar, ne? Wir haben 60 Grad draußen. Warum haben wir 60 Grad draußen? Wie? Wann? Warum? Okay, retten wir die erstmal. Retten wir den. So. Retten wir ihn. So, und dann, was kannst du denn? Was bist du für einer? Mitbewohner. Du kannst kochen. Das ist ja cool. Er ist ein Pyromane, freundlich und viel Fraß. Kann aber auch sonst erstaunlich viel. Dann machen wir das mal alles so. Du kochst. Und ansonsten kannst du irgendwie bauen. Eigentlich fast so gar nicht. Ist okay. Ist egal. Ich brauche dich trotzdem gerade, dass du hier ein bisschen... Doch, wir machen dich jetzt zum Forstwirt. Feldarbeit. Waldarbeit. So. Da. Drachenbaum. Nochmal Drachenbaum. So. Was dieser Charm ist, weiß ich nicht genau. Müsste ich auch nachgucken. Sagt mir jetzt so gerade nichts. So, und du gehst ganz sicher nicht spazieren. Du gehst jetzt... Was ist mit dir? Du wartest in angenehmer... Ach so, es ist schon kühl genug als das. Okay. Gut. Ja, okay. Alles gut. Puh, das war jetzt aber gerade schon akut. Okay. Puh, das war knapp. So. Freundliche KI ist okay. Und ein Bewusstloser. Was hat du denn? Bedürfnis, singende Hitze. Ja, dann mach du mal das da fertig. Oder warte, du kannst mal... Was da? Was macht ihr denn alle? So, genau, der wird gerettet. So. Ansonsten machen wir da noch irgendwie so Schlafplätze rein. Ach Gottchen. Okay, ihm geht's wieder besser. Ach, es ist so warm. Warum ist es so warm? Es sollte nicht so warm sein. 50 Grad. Seid ihr denn des Wahnsinns? Okay, was ist mit dir? Du hast kein Messer mehr. Du könntest dein Messer wieder ausrüsten. Freundchen. So. Warte, du sollst doch gar nicht. Du sollst doch...
Und wir haben Dromedare. Na gut. Die dürfen auch in das Gebiet. Oh, schade, wir können gar keine Farm aufmachen. Das sind beide weiblich. Naja. Gut. 60 Grad. 60 Grad. Das ist doch Wahnsinn. York, ja. Ist okay. Heatstroke Extreme, du bist immer noch bei Serious. Okay, solange das keine bleibenden Schaden macht oder sowas, ist es okay. Wie geht's dir? Okay, vielleicht sollten wir doch hier noch so ein Kopieding bauen. Wir haben nicht genug Holz. Ja. Ich brauche echt irgendwie so ein bisschen was, um passende Anziehsachen zu bauen für meine Leute. So, Dude, geh mal. Oder York, geht mal. York kann nicht laufen. Ja, warte. Retten. Du hast kein Holz. Wie viel brauchen wir denn dafür? Wir brauchen 50 Holz dafür. Das ist ja Wucher. Ach nein, nicht Geröll. Nicht. Das wollte ich eigentlich auch nicht. So. Ich will das. Ich will das. Ich will das. Ich will das. Und ich will das. So. 63 Grad sind es draußen. Boah. So, jetzt machen wir passive Kühlung. Ganz schnell, bitte. Komm schon. Beeil dich. Ist kein Bauarbeiter. Doch, jetzt bist du ein Bauarbeiter. Und wenn du es verkackst, bin ich sauer. Okay. Okay, jetzt müsste gleich wieder. Ja, okay, jetzt müsste das wieder gehen. Sehr gut. Huhu. Feuerteufel. Ah. Warum? Das muss doch nicht sein. Gerade hier. Ich meine, es ist schon warm genug, oder nicht? Findest du nicht? Findest du nicht, dass es nicht warm genug ist gerade? Ambrosiaheim. Hain. Sogar zwei Stück. Hier oben war ja noch einer irgendwo. Ah, wo war der andere? Jetzt finde ich ihn nicht mehr. Der war irgendwo direkt unter unserer. Da. Da ist er, okay. 52, okay. Das kann noch ein bisschen dauern. Ach komm, hör doch auf, Feuer zu machen. Ist doch hier kein Savannenbrand, oder? Komm, Jock. Bevor hier alles den Bach runtergeht. So. Gut, ach so, ja, den sollten wir vielleicht retten. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. So. Gut. Draußen sind immer noch 50 Grad. Wie geht's eigentlich den Hühnern? Sterben die jetzt nicht irgendwie alle oder so? Oh. Ja, tun sie. Verdammt.
Nur zu kalt, ja. Den ist bestimmt allen nur zu kalt. Das muss es sein. Ja, okay. Tiere? Also vor allem die kleinen Babyhühnchen sind halt einfach jetzt alle hinüber. Kann ich jetzt zur Welle nicht einfach mal aufhören? Es gibt jetzt hier sogar verschiedene Entspannungsarten. Drei unterschiedliche Entspannungsmöglichkeiten, um zufrieden zu bleiben. Ruhiges Entspannen, sozial interagieren, spielen, Fernsehen, Teleskop, Studium, Chemikalie einnehmen. Heißt das Drogen? Nahrung einnehmen? Sie können auch Nahrung einnehmen. Das ist doch, dass sie dafür unbedingt einen Tisch brauchen. Ja, ich glaube auch, dass das werden hier Massenproduktion an Chicken Nuggets. Tja, passiert. Aber ich habe nie nach diesen Hühnchen gefragt. Also, wenn die halt jetzt sterben, dann ist das halt so. Ich meine, das mag zwar brutal sein, aber hey. Jörg, warum tust du das? Das ist nicht das, was du tun solltest. Jörg. Warum machst du jetzt Handwerk, wenn du forschen könntest? Jörg. Ich verstehe das nicht. Aber du könntest eigentlich auch forschen, ne? So mal ganz nebenbei. Und hier am kleinen Babyhühnchen. Oh, es ist so gemein. Den komischen 61 Grad, die wir hier haben. 61 Grad. Pervers. Ja, Forschung ist wichtig. Oh. Die armen Viecher. Vielleicht gibt es hier wahrscheinlich irgendwie so Massentod von Babyhühnchen. Egal, es liegen hier noch ganz, ganz viele Eier rum, die zu kleinen Babyhühnchen werden. Von daher, ist okay, ist nicht so schlimm. Warum dürfen eigentlich meine Tiere da rein? Also ich meine, natürlich, die dürfen, aber... Waschbärfleisch, oh nein. Waschbären, das ist aber fies. Auf der anderen Seite ist es Essen. Ja, natürlich gehen die auch durch die Temperatur kaputt. Müssen die halt nicht draußen sein, ne? Tja, passiert. Oh, und die hungern auch noch alle. Ja, schlecht. Tja, schonend gebraten, gedörrt. Sehr schön oder gedünstet. Das ist durchaus sehr, sehr mies. Was ist eigentlich mit dem Typ hier mittlerweile? Ja, mein. Unter Withdrawal, okay. Na gut. Ich könnte eigentlich, ich habe so viel Stoff. Ich könnte einen Schneidertisch bauen. Das ist eigentlich voll die gute Idee. Eine Nähmaschine. Installieren und neu installieren. So. Weil sonst ist das hässlich. So. So, und dann machen wir hier Strom lang. Und dann haben wir dann eine Nähmaschine und dann machen wir aus dem ganzen Stoff, den ich hier rumliegen habe, ein bisschen Anti-Hitze-Kleidung für unsere Leute. Das hilft zwar unseren kleinen Hühnchen nicht, aber hey.
So. Und die sind auch wieder fröhlich am neue produzieren, also. Einfach Instant Death von 1 Million kleiner Babyhühnchen. Oh Gott, ist das furchtbar. Huhnleiche. Oh. Dass die einfach auch alle auf einmal gestorben sind. Oh Gott. Okay. Oh, ist das fies. Ja, das ist aber mal RIP hier. Also, oh Gott. Ja. Hühnchen 9, Hühnchen 5, Hühnchen 4, Hühnchen 6, Hühnchen 13, Hühnchen 10, Hühnchen 2, Hühnchen 3, Hühnchen 7, mein liebstes Hühnchen. Und Rooster 4. Hühnchen 8, Hühnchen 12 und zu guter Letzt Hühnchen 11. Schon bitter. Massenselbstmord der Hühner. Ja, die wollten alle nur nach KFC. Das war der große Traum von denen, mal als Chicken Wings zu enden. Und jetzt haben die sich diesen Traum selbst wahrgemacht. Und da wird wieder ein neues Hühnchenmaterial produziert. Na gut. Aber okay. Wenn Sie denn meinen. So, und du, Mister, kannst eigentlich noch mal ein bisschen mehr Waschbärfleisch holen. So ganz nebenbei. So, gut. Ach, die Hitze-Dings ist vorbei. Jetzt, wo alle gestorben sind, natürlich. Wie viele Tiere habe ich denn noch? Ja, geht eigentlich sogar. Sind halt alle Hühnchen gestorben, ne? Das ist so gemein. Es tut mir doch sehr leid. Aber es war ja gar nicht meine Absicht. Etwas mehr Schatten fürs nächste Mal, ja. Oder etwas mehr Klimaanlage wäre ich für. Aber dafür brauche ich auch erstmal so Kram für Klimaanlagen und so. Und da dreht was durch. Ach Gottchen, na gut. Es hat natürlich niemand irgendwas, aber du hast einen Revolver. Reicht ein Revolver, um so ein Vieh zu töten? Wehe, du tötest das Dromedar. Sehr gut. Tritt einfach drauf. Au. Ah, sehr schön. So, wie geht's dir? Kleiner Biss. Ist nicht so schlimm. So. Ach, und Jörg ist wieder am Arbeiten. Sehr gut. Dann haben wir immerhin bald unseren schönen Lagerraum hier. Das wäre ja schon mal gar nicht so verkehrt. Gut, was ist das? Ach so, das ist die. Ja, das sollten wir vielleicht gleich wieder aufbauen. Genau. Und da ist er wieder im Forschen. Perfekt. Was brauchst du denn hierfür noch? Ach, Bauteile schon wieder. Ja, okay, dann machen wir das vielleicht doch was anders. Bauen wir vielleicht doch erstmal Bauteile ab. Die brauchen wir doch schon relativ dringend, denke ich. So, ja, das zweite kannst du auch noch. Das Klugin brauchst du jetzt nicht. So, Machtwort wurde gesprochen.
Gut. Sieht's eigentlich aus mit Dromedaren und so Milch? Ach so, ja. Will nicht jemand irgendwie Tierdinge tun? So du oder so? Was rennst du weg? Hast nicht wegzurennen. Oh. Dann das melken? Ja, nein, vielleicht. Ja, sehr gut. Okay. Was machst du? Du machst Schlachten. Ach so, ja, jetzt haben wir hier natürlich unsere ganzen kleinen Tiere und sowas, die wir 1 Million Mal schlachten können. Und du kannst noch den Rest des Waschbärfleisches holen, weil das ist ja auch noch immer noch da und verrottet da langsam vor sich hin. Das muss ja nicht sein. So, sehr gut. Wie sieht das eigentlich aus bei dir? Hast du da noch irgendwas? Ach, da hast du noch Kram von bei. Ja, dann darfst du auch erstmal das nehmen, solange bis es durch ist. Und eine Ratte. Okay. Und ein sowas. Ach du meine Güte. So viele Tiere. Den kann ich aber leider allen nichts beibringen. Ich will ein cooles Tier haben. Eins, was ich trainieren kann. Na gut. Und eine Vorratskapsel. Das ist auch nicht schlecht. Aber sehr, sehr weit weg. Ja, es ist wieder Essenszeit. Ja. Oh nein, das Waschbärfleisch. Das schöne, schöne Waschbärfleisch. Ja. Aber das funktioniert ja eigentlich echt gar nicht so schlecht. Denke ich. Genau, dann machen wir jetzt noch hier. Und zwar Cowboy-Hut und Staubmantel. Und davon machen wir erstmal 4 Stück. So. Und ich nehme schon mal das hier raus, nur für den Fall, damit da nicht jemals irgendwer glaubt, dass das irgendwie irgendwas wäre, woraus man Dinge bauen könnte. So. Ja, dann würde ich sagen, ja, mein Magen knurrt. Und ja, ich werde wahrscheinlich, schätze ich einfach mal, nächsten Dienstag oder so hier weitermachen. Ich habe ja Montag Klausur, also von daher Dienstag wird wieder normal gestreamt. Morgen geht es wahrscheinlich, morgen Nachmittag ein bisschen Minecraft oder so. Hängt ein bisschen davon ab, wie weit ich mit Lernen komme oder so, aber ich denke mal schon, dass das drin sein sollte. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!